Hey Leute, Quarko hier. Zuallererst möchte ich mich bei dem riesigen Support bedanken von dem letzten Video. Ich fasse es selbst noch nicht ganz, dass Avatar einfach weitergeht und dass das Avatar-Universum einfach weiterhin gefüllt wird mit animierten Serien und Filmen. Aber um was handeln diese Filme und Serien nun genau? Damit beschäftigen wir uns in diesem Video. Ihr könnt mir mal wieder nebenbei in die Kommentare Fragen zu Avatar oder zu Korra stellen und dann beantworte ich diese in irgendein Avatar-Q&A. Bevor wir hier aber wieder zu lang um, ihr wisst schon was, die super heißen Feuerflocken drumherum reden, starten wir mit dem Video. Witzigerweise aber noch ein kleiner Funfact, es kommt sogar dieses Jahr ein Avatar-Kochbuch raus. Dann könnte ich vielleicht sogar die Feuerflocken nachmachen. Aber jetzt wirklich viel Spaß mit dem Video und los geht's. Ich möchte hierbei noch einmal erwähnen, es ist nichts öffentlich bekannt, um was die Filme, die Serien oder die Spin-offs gehen. Ich sage in diesem Video lediglich nur, was ich mir wünschen würde und was ich denke, dass drankommt. Also um was der erste Film handelt. Da Avatar, der Herr der Elemente, jetzt seit etwas längerem als ein Jahrzehnt zu Ende gegangen ist, muss es, um ehrlich zu sein, und es ist eigentlich auch voll logisch, wieder bombenmäßig starten. Dadurch, dass die Avatar Studios jetzt gegründet wurden, ist natürlich viel Druck auf Brian Konietzke und Michael Dante DiMartino, denn sie müssen jetzt das Avatar-Universum weitergehen lassen und das richtig, richtig gut. Und das Wichtigste dabei ist ein guter Start. Das heißt, so hart es klingt, ich denke nicht, dass Avatar jetzt mit Prinzessin Yue anfangen wird oder sonstiges um den Wasserstamm. Denn wenn wir mal ehrlich sind, die größten Fragen hat man ja um die Feuernation oder um die Luftnomaden. Wie zum Beispiel, wie lief der Genozid genau ab? Werden wir da einen Einblick erleben oder was ist mit Azula passiert, nachdem sie in Rauch und Schatten geflüchtet ist? Und was ist mit Ozai passiert? Das sind Dinge, die wir nicht mal ansatzweise in den Comics bisher wirklich beantwortet bekommen haben. Ich glaube nicht, dass sie als Start dieses Riesenprojekts einen Comic verfilmen würden, wie zum Beispiel Die Suche. Natürlich wäre das cool, aber ich glaube, das würde vielleicht irgendwann zwischendrin kommen. Der Start muss perfekt sein. Etwas, das niemand weiß in Avatar, der Herr der Elemente. Aber das sich jeder fragt. Tagtäglich. Und da kommt mir persönlich nur eine Frage in den Kopf. Wie ist Avatar Aang gestorben? Das ist eine Frage, die niemand bisher beantworten konnte. Es wurde nur spekuliert und ich habe dazu auch schon ein Theorienvideo gemacht. Aber es gibt halt nichts Festes. Das ist eigentlich der perfekte Startpunkt, um wieder in die Avatar-Welt hineinzutreten und direkt mal einer der wichtigsten Fragen zu klären. Und wenn wir schon bei Aangs Tod sind, wie sind Sokka, Appa und Momo gestorben? Gibt es da einen Zusammenhang? Sind Appa, Aang und Momo zusammen gestorben bei irgendeinem Kampf oder irgendeinem Unfall? Oder was auch immer? Und wie ist Sokka gestorben? Fragen über Fragen. Aber es kann auch alles anders kommen. Es muss natürlich nicht so passieren, wie ich es sage. Ich vermute ja auch nur und erzähle hier über meine Wünsche. Am Ende startet alles mit einem neuen Avatar oder einem Film über Avatar Kyoshi oder irgendeinen anderen Avatar. Es ist alles möglich, rein theoretisch. Ja, selbst eine Serie über den Kohlkopfhändler könnte möglich sein. Aber um ehrlich zu sein, der muss in irgendeinem Spin-off, einem Film oder einer Serie vorkommen. Ansonsten bin ich jetzt schon enttäuscht. Aber wie ich am Anfang schon sagte, es würde für mich keinerlei Sinn ergeben, wenn alles starten würde über einen Nebencharakter wie Yue es war. Ich persönlich habe jetzt nichts gegen Prinzessin Yue, aber man kann zu ihr so gut wie gar nichts mehr sagen. Da würde es sogar noch mehr Sinn ergeben, eine Folge etwas über Jets Kindheit zu erzählen und wie er seine Eltern genau verloren hat und wie der Tag im Allgemeinen ablief. Ich zum Beispiel würde die Geschichte mit Aangs Tod extrem interessant finden, aber ebenso auch simple Sachen, wie zum Beispiel, wie Toffs Kindheit im Ganzen abgelaufen ist oder wie Aang richtig aufgewachsen ist und was mit seinen Eltern geschah, wie Mönch Yatso bis zum bitteren Ende gegen die Feuernationssoldaten gekämpft hat und gestorben ist. Oder was zum Beispiel auch richtig, richtig cool wäre, wenn ein Luftbändiger oder eine Luftbändigerin den Genozid überlebt hat und geflüchtet ist. Also, dass Aang rein theoretisch gesehen nie der letzte Luftbändiger war. Und die geflohenen Luftbändiger einfach nur in Isolation lebten, vor Angst gegenüber der Welt bis zu ihrem Tod. Vor Panik, dass ihm wieder so etwas passieren könnte. Freunde, ihr merkt schon, es gibt eigentlich super viele Fragen, die noch offen sind in der Avatar-Welt und diese wurden alle nicht beantwortet. Also es gibt auf jeden Fall mit Abstand genügend Material und Spielfläche für die alten und neuen Avatar-Hersteller. Und das ist auch ein Punkt, der mich mit Abstand am glücklichsten macht, dass Michael und Brian Avatar treu geblieben sind. Sie haben nie die Lizenzen dafür verkauft, sondern blieben immer Rechteinhaber von Avatar und haben somit das Recht selber zu entscheiden, ob es weitergeht oder nicht. Weil ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel ein Riesenkonzern wie Disney Avatar aufgekauft hätte und weiter produzieren würde, würde es nie im Leben so gut werden. Denn es klingt jetzt vielleicht hart und böse, aber Disney ist leider zu sehr wirtschaftlich getrimmt und da würde die Liebe zum Projekt fehlen. Trotzdem würde es auch sicherlich unter Disney echt extrem gut werden. Aber perfekt können es nur die einzigen und echten Avatar-Hersteller. So Leute, das wäre es jetzt tatsächlich wieder schon vom Video. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welche Wünsche ihr so habt für die Filme, die Serien oder die Spin-offs. Und vielleicht erhört dann sogar der Avatar-Gott euren Wunsch und bringt ihn in Erfüllung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Avatar-Videos mehr zu verpassen. Dann werdet ihr auch immer direkt benachrichtigt, wenn ich ein Video hochlade. Vergesst auch nicht, mir
Fragen in die Kommentare zu stellen, damit ich sie mal im nächsten Video beantworten kann. Wenn ihr auch immer auf den neuesten Stand sein wollt der Videos oder der Dinge, dann checkt auch gerne meinen Instagram-Account ab. Dann wisst ihr sogar, wie ich aussehe. Ich bedanke mich aber auf jeden Fall herzlich fürs Zuschauen. Bis die Tage und sayonara.